Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Hefebirnenkuchen mit Cranberries. Ich kann dir leider nur noch den Rest präsentieren, der andere Teil ist schon vernascht. Ich weiß nicht. Wie, Ruhe da hinten, du warst es. Wie der funktioniert, dass eurer auch so schnell weg verputzt ist, das zeige ich dir jetzt. Ist ein bisschen Arbeit, kleiner Hinweis noch, der Teig ist ein Dinkelteig. Habe ich nicht groß erwähnt, weil für mich ganz klar ist, wenn es kein Weizenmehl ist, ist es Dinkel. Aber die genauen Rezeptangaben findest du natürlich wie immer im Video, beziehungsweise in meinem Blog. Und wie es funktioniert, siehst du im Video. Also bleib dran, viel Spaß dabei. Die Zutaten für unseren Birnenkuchen sind Mehl, Butter, Milch, Ei, Zucker, Hefe. Ich habe hier ausgetauscht, weil ich arbeite lieber mit Frischhefe. Ihr könnt aber auch gerne einen Beutel Trockenhefe nehmen. Vanillezucker, eine Prise Salz. Das wird der Teig werden. Die Zutaten für den Belag sind natürlich Birnen, unser Hauptthema. Vanillepudding, Pulver, Cranberries, Zucker. Auch hier musste ich leider austauschen, weil ich keinen Zitronensaft da habe. Ich habe einen Apfelsaft genommen. Wasser. Der Ofen ist nun an, wir geben gleich die Milch hinein, fügen die Butter hinzu, auch der Zucker kommt gleich dazu und das Salz mit dem Vanillezucker. Das Ganze lösen wir nun auf. Wenn die Butter geschmolzen ist, habt ihr die richtige Temperatur. Es darf nicht zu heiß werden, sonst habt ihr nachher ein Problem mit der Hefe, da geht euch die Hefe kaputt. Denn Hefe sind ja immer noch Mikrobakterien, die Hitze nicht so gut abkönnen, aber Wärme. Die brauchen sie zum Wachsen. Ich mache den Herd schon bereits aus. Es sind nur noch Restbutterflöckchen drin. Die werden sich gleich von allein auflösen, weil sie nutzen dann die Wärme des Topfes. In der Zwischenzeit habe ich schon mal das Mehl in eine Schüssel gegeben, in eine Rührschüssel. Und da werden wir jetzt gleich auch noch die Flüssigkeit hinzugeben. So, hier habt ihr den Topf mit meiner heißgelegten Küchenmaschine. Ich brösel die Hefe jetzt einfach hinein. Wer ein bisschen geübt davon nicht ist, kann natürlich die Hefe in der Milch auflösen, aber bitte nur die, die sich mit den Temperaturen auskennen. Ich mache es ja extra für den Anfänger, damit die Hefe nicht drunter leidet. Wir geben auch das Ei mit dazu. Starten schon mal, dass sich das ein bisschen vermischt. Der Teig hat nun gut 5 Minuten geschlagen. Ihr seht, es ist ein schöner, gleichmäßiger Teig. Er klebt ein bisschen. Der verschwindet nun für eine gute halbe, dreiviertel Stunde im vorgewärmten Backofen. Ich habe gerade 50 Grad, das ist ein bisschen warmes, angemacht. Und da wird er jetzt schön ordentlich gehen. Er sollte sich gut verdoppeln. Der Teig hat eine Pause, wir aber nicht. Wir starten damit, dass wir die Birnen schneiden und würfeln. Die schwerste Arbeit ist erledigt, wenn ihr eure Birnen klein geschnitten habt. Ich habe sie wirklich so in Würfelchen gemacht, so ungefähr einen Zentimeter. Die gebt ihr in den vorgewärmten Topf, alle miteinander. Das ist schon eine Menge. Ich habe einen recht großen Topf gewählt, damit auch die Flüssigkeit gleich entweichen kann. Zu den Birnen geben wir uns Cranberries. Wer mehr mag, kann gerne mehr mit reintun. Ich finde, ich habe mich jetzt nur ans Rezept gehalten, aber wie ich mich kenne, werde ich die Anzahl auch erhöhen, weil das sind ja echt zu wenige Cranberries. 25 Gramm getrocknet ist für mich nicht so eine Menge. Aber ich liebe ja auch Rosinen. Wer übrigens keine Cranberries mag, kann auch ohne weiteres Rosinen dafür verwenden. Die gebt ihr mit dazu, ihr gebt euren Saft mit dazu, dreht ein bisschen runter. Und kocht das Ganze jetzt gut 10 Minuten weich. Ich mache da jetzt einen Deckel drauf, weil es eh mit sehr wenig Flüssigkeit ist. Und ich möchte, wenn es geht, alles an Flüssigkeit hier verwenden. Die Birnen sind dann richtig schön weich gekocht. Wie ihr seht, es kann zwischen 10 und 15 Minuten dauern, je nachdem wie euer Herd das Ganze sieht. Wir nehmen nun den Pudding, geben den Zucker hinzu und rühren das Ganze mit ein bisschen Wasser glatt. Aber ganz vorsichtig, damit keine Klümpchen entstehen. Genau das wollen wir ja vermeiden. So, hat sich gut aufgelöst. Nun gebt ihr die Puddingmischung zusammen mit dem restlichen Wasser in die Birnen hinein. Rührt es kurz um, macht den Herd aber bitte, bitte voraus. Die Restwärme wird euch reichen.
und rühre das Ganze unter. Lass es einmal kurz aufkochen und dann erkalten lassen. So, erst das Wasser pur, dann den Rest. So, es kocht ganz leicht auf, wie ihr hier seht. Dann ziehen wir das Ganze vom Herd und lassen es einfach auskühlen. Gehen wir nun weiter mit unserem Hefeteig. Der dürfte in der Zwischenzeit fertig sein. Den Topf bitte vom Herd nehmen, dass keine Restwärme mehr da ist, und lasst ihn richtig, richtig gut auskühlen. Den Teig habt ihr jetzt aufgerollt. Ich habe das leider, glaube ich, vergessen zu zeigen. Und nun habe ich angefangen, beim Aufrollen hier den bitte erstmal zu halbieren, dann hier nochmal halbiert und dann in kleine Stücke geschnitten. Das gleiche macht ihr mit der anderen Hälfte. Ich zeige es euch hier nochmal. Hier habt ihr die zweite Hälfte. Ihr halbiert hier erstmal mit einem scharfen Messer. Bitte nicht drücken, sondern schneiden. Und auch hier nochmal. Und da. In der Zwischenzeit habt ihr hoffentlich den Backofen vorgeheizt. Auf ca. 180 Grad wird das Ganze gemacht. Und nun starten wir. Ich habe eine Form genommen. Wie ihr hier seht, habe ich ein Backpapier reingemacht und habe den Rand gezuckert. In der klassischen Form wird er normalerweise meliert. Ich möchte heute mal mit Zucker arbeiten. Ich finde es schön, wenn der Zucker karamellisiert und den Saft der Birne mit aufnimmt. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Platz, damit ich euch zeigen kann. Ich fange an, indem ich in der Mitte anfange und das grobste, dicke Teil in die Mitte setze und mich drumherum durcharbeite. Das heißt, arbeitet ein bisschen schnell. Es ist ein sehr weicher Teig, damit auch die Zeit hat, sich reinzuknien. Ich nehme zwischendrin auch immer so ein Endstück, weil das auch den Saft sehr gut aufsaugen kann, auch hier. Gebt dem Teig ein bisschen Zeit, ich würde noch 10 Minuten geben, sich ein bisschen zu entfalten. Und dann setzen wir, dann wird er ein bisschen aufgehen, wird die Lücke noch ein bisschen mehr schließen und dann sehen wir uns am Backofen. Ich habe den die Süßen jetzt noch 10 Minuten gegönnt, einfach um zu gehen. Und nun kommen sie in den Backofen. Wie ihr seht, habe ich den Backofen, die Schiene ins untere Drittel. Kuchen ist nun fertig und die Marmelade flüssig. Wir holen das Ganze raus, lassen es eine Minute abkühlen und geben dann das Aprikosengelee oben drüber. Den Kuchen könnt ihr jetzt noch warm mit eurer Marmelade bestreichen. Ich habe hier, wie gesagt, eine Quittengelee. Ihr könnt aber auch Aprikosenmarmelade nehmen. Das gibt einen wunderschönen Glanz und nochmal ein i-Tüpfelchen als Geschmack. Wer mag, kann natürlich auch gerne eine Zuckerglasur drüber machen. Das ist auch was Leckeres für den, der auch eine Zuckerglasur macht. Lasst ihn dann ein bisschen auskühlen und dann könnt ihr ihn präsentieren und genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne noch jetzt tun. Ansonsten sehen wir uns gerne auch beim nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte unten mit rein. Und ich freue mich natürlich über jedes Foto, wenn ihr es selbst gemacht habt, wie es aussieht. Also, bis dann!